Hallo und herzlich willkommen zu unserer Kreativzeit mit Elna. Hier findet ihr immer wieder tolle Nähprojekte sowie Tipps und Tricks rund um das Thema Nähen. Mein Name ist Heike und ich möchte euch heute gerne verschiedene Knopflochvarianten vorstellen. Woher stammen überhaupt die Knopflöcher? Knopflöcher wurden im 13. Jahrhundert in Deutschland erfunden. So bestand die Möglichkeit, dass auch eng anliegende Kleidung getragen werden konnte. Ist euch schon mal aufgefallen, dass bei Männern die Knopflöcher links sind und bei den Frauen die Knopflöcher rechts? Die Theorie sagt, es stammt daher, dass früher die Männer meistens Rechtshänder waren und sie somit die Knöpfe leichter schließen konnten. Da es zu dieser Zeit nur den Wohlhabenden möglich war, Kleidung mit Knöpfen zu tragen, die Frauen durch Zofen angekleidet wurden, hat man bei den Damen die Knöpfe auf die andere Seite gesetzt. Die Knöpfe werden genau auf der vorderen Mitte angesetzt und die Knopflöcher beginnen 3 mm vor der vorderen Mitte. Wenn es früher nur ein Knopfloch gab, sind wir inzwischen etwas weiter. Es gibt verschiedene Knopflöcher, weil verschiedene Materialien und verschiedene Einsatzbereiche. Wir haben zum Beispiel Augenknopflöcher, elastische Knopflöcher, Wäscheknopflöcher oder auch Knopflöcher für Leder oder für Kunststoffe. Alle Materialien, die gebügelt werden können, benötigen auf jeden Fall eine Flisseline darunter. Bei Bettwäsche und bei Blusen verwendet man das Standardknopfloch. Hier verwendet man ebenso Knöpfe mit Löchern, die mit der Nähmaschine angenäht werden können. Das zeige ich euch gleich noch. Bei dickeren Stoffen wie bei Wolle oder Jeans verwenden wir das Augenknopfloch. Hier besteht der Vorteil, dass der Knopf ins Auge rutschen kann und das Knopfloch nicht auseinandersteht. Hierfür näht man einen Knopf mit Stiel an, den wir natürlich auch mit einem kleinen Trick mit der Nähmaschine annähen können. Auch das zeige ich euch gleich noch mit der Nähmaschine. Bei dehnbaren Materialien wäre das ganz normale Standardknopfloch einfach zu dicht. Deshalb gibt es für elastische Stoffe ein Knopfloch, das auch elastisch bleibt, nachdem es genäht wurde. Und dann gibt es noch Leder oder Walk. Somit nicht fransende Stoffe benötigen einfach nur einen Geradstich um die Einschnittstelle. Gerade auch bei Leder würde das viele Einstechen das Material perforieren. Ich habe euch heute die 680 Plus mitgebracht, denn die hat all diese schönen Knopflöcher, von denen ich euch gerade erzählt habe. Zusätzlich habe ich euch noch die XXL Knopflochschiene mitgebracht. Hier haben wir den Vorteil, dass auch Knopflöcher in Größe 2,5 bis 5 cm genäht werden können. Ich habe bereits den Knopf schon in meine Knopflochschiene eingelegt. Dadurch wird die Größe des Knopflochs bestimmt. Ich habe die Stabilisierungsplatte angebracht, ziehe noch den Knopflochsensor herunter und wähle meinen Knopfloch aus. Ich möchte jetzt ein Augenknopfloch nähen. Das wähle ich jetzt hiermit an. Ich habe euch hier ein kleines Probestöffchen mitgebracht. Das hier ist meine rechte Stoffseite und hier, das soll den Beleg darstellen. Auf dem Beleg habe ich schon bereits Flisseline aufgebügelt. Das ist immer sehr sinnvoll, dass der Stoff einfach etwas verstärkt ist. Nun lege ich meinen Stoff unter das Nähfüßchen und über die Stabilisierungsplatte, also im Grunde genau zwischen Reihen. Die Stabilisierungsplatte verwende ich immer sehr gerne bei dicken, voluminösen Stoffen, weil der Stoff einfach besser transportiert wird.
Bevor wir jetzt zum Knopfannähen kommen, möchte ich euch noch ganz kurz die verschiedenen Möglichkeiten zeigen, die euch zur Verfügung stehen. Ihr könnt nicht nur die Breite des Knopflochs verändern auf bis zu 9 mm, sondern ihr könnt auch die Dichte verändern. Je nachdem, in welchem Stoff ihr euer Knopfloch einnähen möchtet, braucht ihr manchmal das Knopfloch etwas dichter oder etwas weiter auseinander. Ich habe bereits das Knopfannähfüßchen angebracht, habe den Transporteur versenkt und habe mein Knopfannähprogramm ausgewählt. Meinen Knopf klemme ich nun unter das Nähfüßchen und den ersten Stich drehe ich mir mit der Nadel und dem Handdraht nach unten. Nun kann ich überprüfen, ob die Nadel rechts und links einsticht, ohne dass die Nadel den Knopf berührt. Da ich hier ein Vierlochknopf habe, muss ich noch einmal die Position etwas versetzen, das Füßchen wieder absenken und nochmal mit dem Handdraht kontrollieren, ob auch jetzt die Nadel schön in das Loch einsticht. Das tut sie, jetzt kann ich wieder Gas geben. Der automatische Abschneider hat mir meinen Faden direkt abgeschnitten, mein Knopf ist angenäht und nun geht's weiter. Um einen Knopf mit Stiel anzunähen, unterlegt ihr den Knopf mit der Hebeplatte, stecht auch wieder zuerst einmal vorsichtig links in das Loch hinein, dann rechts, wenn es passt, dann könnt ihr auch schon wieder Gas geben. Bitte schneidet jetzt nicht automatisch ab, sondern hebt euer Nähfüßchen an, zieht den Knopf mit der Hebeplatte heraus und lasst ein kleines Stückchen Faden überstehen. Nun zieht ihr euch den Faden zwischen Knopf und Stoff und umwickelt das Ganze ein paar Mal, zieht den Faden dann auf die linke Stoffseite und verknotet. So habt ihr euren Stiel erhalten. Wenn ihr Bedenken habt, dass eure mit der Nähmaschine angenähte Knöpfe nicht halten, dann kann ich euch beruhigen. Es ist nicht wie in der Industrie. Wir haben einen Ober- und einen Unterfaden, die verknoten sich miteinander und somit hält dieser Knopf. Die Industrie verwendet eine Knopfannähmaschine, hat nur einen Faden, der den Knopf annäht und dann kann es natürlich ganz leicht passieren, dass wenn man diesen Faden erwischt und einmal dran zieht, dass der Knopf ruckzuck abgetrennt ist. Jetzt müssen wir nur noch das soeben genähte Knopfloch auftrennen. Um das Auge aufzutrennen, empfehle ich euch eine Lochzange. Ihr geht mit der Lochzange genau vorne in das Auge hinein und öffnet es. Um jetzt noch die Länge des Knopflochs zu öffnen, könnt ihr entweder eine kleine Schere oder einen Nahtrenner verwenden. Auch hier empfehle ich euch, nehmt euch gerne eine kleine Stecknadel zur Hilfe, positioniert sie genau vor dem letzten Stich des Knopflochs und so kann es nicht passieren, dass ihr mit zu viel Kraft zu weit durchrutscht. Hinten angekommen wird noch die Nadel natürlich entfernt und fertig ist euer Knopfloch. Kommen wir zum Jersey. Hier ist auf jeden Fall zu beachten, dass ihr Jersey-Stoffe mit Flieseline verstärkt. Und ich empfehle euch auch die Super Stretch Nadel, mit der habe ich die besten Erfahrungen bisher gemacht. Wenn ihr einen ganz weichen, feinen Jersey habt, dann kann es eventuell auch noch vonnöten sein, das Ganze mit einer wasserlöslichen Folie zu stabilisieren. So wird auf jeden Fall euer Jersey-Knopfloch beim ersten Rutsch perfekt. Ich habe das Jersey-Knopfloch schon ausgewählt und kann jetzt direkt starten.
Ein wunderschönes Jersey-Knopfloch ist nun eingearbeitet. Und wie ihr hier sehen könnt, sind die Raupen mit einem Zickzackstich genäht worden. So erhält der Stoff weiterhin die Elastizität und es trägt auch nicht zu stark auf bei diesem Stoff. Kommen wir zum Standard-Knopfloch. Anhand diesem möchte ich euch zeigen, dass ihr dieses auch mit Beilaufgarn nähen könnt. Beilaufgarn ist einfach ein etwas dickeres Garn, das ihr hier einklemmen könnt in eure Knopflochschiene und nun beim Nähen übernäht dieses Beilaufgarn mit der Raupe oder dem Zickzackstich und dann haben wir als Ergebnis eine einfach etwas dickere Raupe, die schön plastisch hervortritt. Am besten zeige ich es euch gerade mal. Mein Knopfloch ist soweit fertig. Das bedeutet jetzt, ihr könnt entweder an einem Fadenende ziehen, dass die Schlaufe sich schön anlegt, oder es kann natürlich auch passieren, dass das Beilaufgarn festgenäht wird. Dann schneidet einfach vorne und hinten das Beilaufgarn ab. Wie ihr hier schön erkennen könnt, sind die Raupen schön erhöht und es hat einen schönen dreidimensionalen Effekt. Probiert es doch einfach auch mal aus. Und schreibt uns eure Erfahrung in die Kommentare. Wenn ihr auch in Zukunft nichts mehr verpassen wollt und immer auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Gerne könnt ihr uns auch auf Instagram oder auf Facebook schreiben. Bis wir uns hier wiedersehen, wünsche ich euch allen eine kreative Zeit und sage bis dahin Tschüss!